Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von The Planet Crafter. So, in der letzten Folge habe ich ja angeteasert, wir müssen auf jeden Fall hier in die sechsstelligen Bereiche kommen, ne? Das hier ist mir alles viel zu wenig. Das heißt, eigentlich am wenigsten Fortschritt haben wir bei Biomasse. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall da eine Rakete rausjagen werden. Am zweitwenigsten haben wir Luftdruck. Das heißt, wir ballern da auf jeden Fall nochmal so ein Dings hier hin. Sowas hier. Wie viel Energie braucht er? 45. So ein Ding würde ich gerne nochmal hinklatschen. Und, warte mal. Oha. Und dann noch einen Ofen hätte ich gerne. So einen hier. Der braucht für 51. Passt das? Wir haben ja nicht mal 100. Ja, das passt. Das können wir also machen. Wir können einmal einen Ofen, einmal so einen Kern, so einen Bohrer nehmen. Und dann hauen wir jeweils noch eine Rakete raus. Und für die Biomasse machen wir diese Baumdinger, Leute. Okay. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Ich wünschte, das wäre nicht so blau, das Fenster. Lalalala. Ich will mal nach den Bäumen gucken. Hab mich verlaufen. Ah, wie komme ich hier raus? Hier. Guck mal kurz nach den Bäumen. Diese Heizungen müssen irgendwie weg, ne? Die werden nicht größer, ne? Ich meine, jetzt, wenn man so da steht, ist das eigentlich okay. Oder werden die größer? Hä, ist schon ein bisschen cool, ne? 88% Wachstum. Was ist, wenn ich die Dinger alle nebeneinander packe? Dann haben wir ja hier einen richtigen Urwald, oder? Wenn ich die Dinger, die einen habe ich ja da hinten stehen, einen hier. Wenn ich da jetzt einfach noch andere Bäume hinmache. Gucken, wie groß die jetzt sind. Die sind halt mega klein, die Dinger. Die haben schon 100% Wachstum. Wenn ich hier noch mehr von den Dingern hinstelle, dann haben wir doch hier einen schönen Dschungel nachher am Ende. Okay, so klein wirkt das jetzt gar nicht mehr, ne? Wenn man jetzt mal so... Ich kann mich ja nicht in der dritten Person sehen. Aber ich glaube, das ist eigentlich okay. So, warte, jetzt gehen wir noch... Och, mal wie grün das jetzt mittlerweile ist hier komplett. Gehe ich da nochmal rüber. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier Zeug finden. Das heißt, ich werde nochmal Algen ernten, Wasser holen. Und dann müssen wir mal gucken. So, der dürfte noch nicht auf 100% sein, richtig? Kleine Palme? Große Palme. 67%, die wachsen noch. Ja, man sieht, wie sie wachsen. Okay, cool. Gute Leute, dann machen wir das so. Wir brauchen auf jeden Fall noch weiteres Uran. Jetzt hab ich habe keine Ahnung, ob ich hier noch irgendwie Zeug drin hatte. Nee, haben wir alles nicht mehr. Okay. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Hab eine Weile nicht gespielt. Man mag es kaum glauben, aber tatsächlich ist es so. So, nehme ich mit. Und noch ein bisschen Algengedöns nehme ich auch noch mit. So, wir müssen nämlich diese DNA-Teile bauen, ne? Ich habe ja vergessen, was wir dafür brauchen, aber das gucken wir gleich nochmal. Habe ich noch Platz? Nö. Einen könnte ich noch. So. So, okay. Ich will mal ganz kurz schauen hinten. Machen wir erst die Baumdinger und jagen dann die Rakete raus, würde ich sagen. Dann für Luftdruck noch ein Bohrer und. So, hier. Wir brauchen also Mutagen. Das heißt, wir brauchen erstmal Bakterienproben. Und wir brauchen mehr Methan. Und Schwefel. Vier Dinger brauche ich noch, ne? Okay. So, da brauchen wir noch vier Schwefel und viermal Methan, um dieses Mutagen zu machen. Ach, das ist ja easy. Ja, Leute, das kriegen wir doch hin, oder was? Ich muss mal kurz gucken. Ich guck mal nochmal nach Methan. Und Schwefel nehmen wir von hier noch mit. Haben wir ja, glaube ich, oder? Schwefeldings hatte ich aber irgendwie aufgestellt, bin ich da. Ja, genau. Im Schwefelbiom haben wir
haben wir Schwefel aufgestellt. 4 Stück. Das reicht uns. Und jetzt nochmal ein bisschen Methan. Habe ich das hier? Nö. Diese 4 Bäume will ich machen, ne? Ist das so? Genau, die roten hatten wir schon. Genau. So, dann lass mal nach Methan schauen. Was ist denn hier schon wieder für ein Klima? Oh Gott, sieht aber gefährlich aus. Heftig. So, Methan hatten wir. Vielleicht sollten wir noch ein zweites Methan-Ding bauen. Genau, wir hatten gerade erst so ein Luftdruckteil gemacht, ne? Ich würde trotzdem nochmal einen Bohrer bauen. Und ich würde auch trotzdem nochmal so einen Ofen dahin pflanzen. Das ist mir irgendwie, finde ich das ganz gut. Man kann ja nicht mehr als, man kann ja nicht genug haben von den Dingern. So, 4, perfekt. Das heißt, wir können jetzt 4 von den Dingern machen. Und schmeißen wir schon mal einen von denen an. Damit wir mehr von den, ach so, die Baumdinger, die kosten ja auch noch. Was, fuck, warte mal. Ach, die brauchen Bakterienproben. Okay. Und Dünger, wir brauchen mehr Dünger. Baumrinde, lalala, Baumsamenstrahl, mhm. Und die Dinger, fressen auch richtig Fettstrom, 30, ungefähr 30. Hä, warte mal. Wieso ist hier so viel Wasser? Oh Gott, der Turm! Kann ich den abbauen? Nö. Den müssen wir versetzen, Leute. Aber ich muss das hier beim Iridium lassen, das Zeug. Okay. Ja, demontieren nicht möglich, habe ich verstanden. Warum geht denn der Schriftzug jetzt nicht weg? Was soll denn das? Gut, wir machen jetzt erstmal diese Baumdinger. Oh, ich muss das Spiel jetzt neu starten. Mist. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja sehr, sehr ärgerlich. Hoffe nicht. Aber offensichtlich. Kernfusion. Oh mein Gott. Warte. Moment, jetzt müssen wir gucken. Ach, ein Kernfusions... Moment. Moment, meine lieben Freunde. Kernfusionsreaktor. Warte. Wo kann ich den... Moment, ich muss jetzt erstmal... Ich muss ganz kurz mal was schauen. Brauche ich den hier? Wo baue ich denn den? Leute, wo baue ich den? Ach hier, da ist er ja. Oh, ich bin blind einfach. Oh mein Gott, wir brauchen... Das Ding ballert richtig Energie raus. Das müssen wir haben. Wir brauchen 5 Pulsarquarz. 5. Was brauchten wir nochmal dafür? War das hier? Ne, es war hinten, ne? Hier habe ich schon mal einen. Ich baller mal gerade ein bisschen Zeug weg hier. Das wäre ganz gut. Magnesium. Silizium. Nochmal Magnesium. Ich hau mal das Zeug kurz raus, ja? Und dann... Ach shit, ich habe hier einfach keinen Platz. Ist da noch mehr Zeug? Egal. Ich nehme mal diesen Pulsar mit. Das müssen wir auf jeden Fall bauen, das Teil. Ich muss jetzt aber wissen, was wir dafür benötigen. Weiß ich nämlich nicht mehr. Wie viel waren das? 5. Ich weiß, einen Pulsar habe ich für irgendwas verballert. Ich weiß nicht mehr für was. Zeolit, Osmium, Uran und Iridium. Okay, wir brauchen 5, also 4. Also brauche ich jetzt noch 4 Uran. Ich brauche 4 Uran, 4 Iridium, Osmium und Zeolit. Das machen wir jetzt sofort, Leute.
Eins, zwei, drei, vier. Weil einen haben wir ja schon. Uran. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, wir. Also Uran brauchen wir natürlich auch normalerweise irgendwie, ne? Brauchen wir denn normalerweise? Hier, drei Uranstäbe. Deswegen habe ich. Aber jetzt brauchen wir ja gar nicht so viel, Leute. Es ist günstiger geworden für uns. Dann brauchen wir Osmium. Eins, zwei, drei. Oh, fuck. Die brauche ich. Moment mal kurz. Mist. So, eins, zwei, drei. Hier, irgendwas muss ich noch rausballern. Ich trinke was und hole mir noch ein Iridium. Dann müsste es eigentlich direkt passen, ne? So, jetzt müsste es passen. Dann machen wir uns jetzt dieses riesengroße Ding, Leute. Das ist ja nice. 1300 Energie macht das Teil. Wie cool. Okay, vier Stück, ja. Haben wir denn noch genug von den anderen, von den Superlegierungen? Jetzt wissen wir auch, warum wir so krass dieses Zeug brauchen, dieses Neue. Das müssen wir natürlich auch immer sammeln, wenn wir es finden, ne? So, eins, zwei, drei, vier, fünf, oder was? Ne, vier. Vier Superlegierungen. Oh, der ist ja so klein, Leute. Den packe ich hier rein? Ne, echt jetzt? Ah, hä? Kernfusionsreaktor. Kernreaktor. Was? 1800 macht er. Und den stelle ich hier rein? So, wo mache ich den? Dann machen wir, glaube ich, mal was anderes. Und zwar stelle ich den hier hinten hin. Cool der aussieht. Heftig. Macht der auch Sachen? Nee, also wir kriegen einfach nur unfassbar viel Strom. Was ich gut finde. Wir haben gleich die Bäume abgeschlossen. Wow. Boah, heftig. Okay, Leute, wir machen jetzt noch Wärme. Wir machen jetzt nochmal richtig heftig Wärme. Dafür benötigen wir zwei Iridiumstäbe, drei von den Superlegierungen. Ich mach gleich zweimal Wärme, Leute. Sowas von. Haben wir denn noch genug Schwarzpulver? Nee, haben wir gar nicht. Habe ich das drüben? Was brauchten wir dafür nochmal? Ich mach gleich zwei von den Öfen. Was kostet die Welt, oder? Kostet doch nur 50. Ist das so dunkel hier überall? Schwarzpulver. Zwei Schwefel, ein Iridium. Und wir haben zu wenig Schwefel. Aber ich kann das machen. Aber eigentlich will ich das jetzt gar nicht, ne? Weil eigentlich will ich das hier machen. Wir brauchen einmal Schwarzpulver, ja. Ich meine, wir können ja noch. Ich mach mal einmal Mutter gehen. Einmal schwarz. Jetzt habe ich kein Iridium mehr. Shit. Warte. Machen wir erstmal einen Ofen, ja? Oder ich düse nochmal los und gucke, dass wir Schwefel finden. Habe ich noch genug Schwefel? Oh, jetzt wird's aber eng, ne? Ja, los, komm, egal. Ach so, und Iridium, ne? Das brauchen wir auch. Was brauche ich noch? Drei Super, sechs Superlegierungen, vier Iridiumstäbe. Und zweimal Schwarzpulver. Dann haben wir zweimal die Öfen. Dann haben wir erstmal Ruhe, glaube ich. Also hoffe ich. Weiß, wahrscheinlich nicht.
Haben wir denn, oder haben wir noch Schwarzpulver? Moment, Moment, Moment. Nö. Ja, schade. So, einmal. Hab ich einmal Mutter gehen. Und jetzt haben wir Schwarzpulver. Okay, wir hätten jetzt einmal das hier. Ich brauche noch einmal hier dieses Baumgedöns. Damit wir das da hier reinballern können, ne? So, das heißt, wir machen einmal Muttergen, wir machen einmal Baumrinde und wir machen einmal Ormea-Pflanze. Forschung. Und Einleitung der Sequenz. So, dann jetzt noch zwei Superlegierungen. Und dann machen wir die beiden Öfen. So. Let's go. Okay, die stellen wir dann oben dazu und haben wir nochmal zwei mehr. Haben wir, glaube ich, fünf, ne? Das sind die Fusionsreaktoren. Die können wir eigentlich klein machen, oder was? Dass wir einfach nur große bauen. Muss mal gucken, ob sich das lohnt. So. Unsere Öfen. So, und danach müssen wir noch... Oha, die sind teuer. Wir bräuchten jetzt nochmal 12 Superlegierung und 6 Osmium für 2 Bohrer, für große. Ich glaube nicht, dass wir noch 12 Superlegierungen haben. Ich meine, gut, die könnten wir bauen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 6 Osmium haben wir, glaube ich, auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich habe auch noch kein Osmium gefunden, ne? Wo kriege ich Osmium her, Leute? In welchem Bereich kann ich Osmium holen? Sehr schwierig. Diese Bohrer. Sehr teuer. Davon jetzt zwei. Okay. Wir müssen jetzt noch Superlegierung basteln. Heißt, wir brauchen nochmal zwei alles. Zwei alles. Gucken. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei und eins, zwei. Aber die doch auch, ne? Dann mache ich kurz mal hier Methan rein. Gucke mal. Okay. So, jetzt machen wir die beiden Bohrer. Okay, let's go. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Luftdruck und Wärme. Und dann müssen wir gucken, dass wir die Baumdinger hinballern. Und dann machen wir jetzt noch eine Rakete nach der anderen. Ich muss aber noch Schwefel organisieren. Können wir aber jetzt auch nochmal eben tun, ne? Und... Wir müssen den Turm da unten wegnehmen. Den da. Der muss raus. Ich stelle hier oben irgendwie hin. Erzextraktor. Will ich den hier haben? Will ich den... Oh, guck mal hier. Will ich den überhaupt hier haben?
stelle ich den hier hin? So. Oh, wir haben ja schon einen zweiten, Leute. Extrahiert seltenere Erze aus dem Boden. Ich stelle jetzt erstmal den auf, ja? So, jetzt gehen wir nochmal hier hin. Und gucken nach Schwefel. Wir brauchen Osmium. Ich muss auf jeden Fall so einen heftigen Erzdingsbums bauen. Oh ja. Kann ich nicht noch mehr von den... Warte mal, ich guck mal. Ob ich nicht direkt jetzt... Ob ich nicht direkt jetzt noch ein paar Superlegierungen machen kann. So, Druck, Wärme ist fertig. Baum gucken wir gleich mal. Würde jetzt tatsächlich auch den zweiten Baum, die zweite Baumvariante da hinten hin machen. Also, dass ich die quasi mische, ne? Da haben wir die Palmen und dieses andere Zeug, was wir gerade bauen. Hier kommt auch noch was Zweites rein. Ich weiß aber noch nicht, was. Dass das nicht so langweilig aussieht. Und so gewollt, wisst ihr? Als ob das quasi... als ob das so einfach gewachsen ist, interessiert mich. So, können wir? Magnesium, Aluminium fehlt. Oder nicht? So. Schwefel wollte ich ja jetzt behalten, glaube ich. So, hier hinten machen wir nochmal weg. Titan auch. Ich habe noch einmal Uran. Krass. So. Okay, jetzt wollte ich bauen den Baumsamen-Dings. Dafür brauchen wir nochmal Bakterienteile. Wir brauchen Dünger. Wir brauchen also viel mehr Algen und Wasser. Und Superlegierung brauchen wir auch. Und jetzt habe ich keine mehr. Shit. Okay, dann. Wollen wir erstmal Raketen bauen? Also einen bräuchte ich jetzt hier noch, ne? Bakterienprobe, Dünger hatten wir, glaube ich, noch. Weiß ich nicht. Kunststoffklumpen brauchen wir noch. Okay, dann hole ich mir jetzt nochmal Superlegierung. Da ist ja irgendwie alles drin, ne? Das müssten aber alle sein. Und, ach ne, Kobalt noch, ne? So, nochmal eine Superlegierung. So. Dann müssen wir auch die noch nachher mitnehmen. Brauchen wir auch. Auch die müssen wir bauen. Ich habe keine mehr. Cool. Warte mal, wie sieht es überhaupt aus hier? Ah ja, guck mal. Jetzt sind wir nämlich hier dreistellig. Aber hier noch lange nicht. Aber hier müssen wir auch mehr Raketen rausjagen. Das heißt, wir fangen erstmal mit einer Luftdruckrakete an. Aber jetzt brauche ich erstmal das Teil hier. So, wir holen jetzt nochmal Wasser und Algen, ja? Baumrinde haben wir drüben und Dünger müssen wir auch noch irgendwie bauen. So, Wasser und Algen. So. Ein paar Algen noch. Wie das wächst hier, das Zeug, unfassbar. Krass. Okay. So, dann können wir auch gleich was essen. Ich mache jetzt einmal eine Bakterienprobe. Dann brauchen wir Dünger. Baumrinde. Haben wir noch einen Dünger? Ja. Baumrinde. Die hätten wir ja sonst auch oben, ne? Und was ich dazu noch hätte gerne, ist das hier. So, und dann machen wir noch einmal das. Jetzt brauche ich nochmal Baumrinde. Und ich mache diese Blume. Forschung. Träumchen. Her damit. Let's go. Okay, ich hole mir nochmal Baumrinde. Okay, dann können wir jetzt nämlich ganz hier schmeidig... Was haben wir jetzt für Blumen? ...150%.
Machen wir die jetzt hier hin? Oder... Ich wollte die ja da hinten haben, ne? Oder da? Oder hier? Eigentlich möchte ich die hier haben. Oder machen wir die hier noch mit rein? Das sah so langweilig aus. Hier würde ich sonst einfach die Blumen setzen. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich weiß gerade nicht wo. Hier? Ist das gut? Oder weg? Oder ist das hier noch so... Ach Mann, ich weiß ja jetzt auch nicht. Guck mal, man kann die Dinger ja nur im Wasser bauen. Gott, hier ist überall so viel Wasser. Achso, ich muss auch was reinmachen. Ich honk. So, let's go. Frage ist, wo geht denn da jetzt was los? Geht überhaupt irgendwas los? Na gut, das gucken wir uns später an. Kann sein, dass ich die alle nochmal umsetzen muss, ne? Ich weiß es nicht. So, wir sollten was essen. Habe ich vergessen. Ich habe vergessen, was zu holen. Ich honk. Aber gut. Und ich will nochmal ganz kurz schauen, was wir brauchen für die Rakete für Luftdruck, ne? War es Luftdruck? Es war Luftdruck. Erstmal Luftdruck. Und dann kommt Wärme. Biomasse-Multiplikator, Luftdruck. 3 Silizium, 2 Superlegierungen. Okay. Okay, nochmal 2-mal Superlegierung. Muss essen. Moment. Ich hab vorne nichts mehr. So. Superlegierung. Brauchen wir. Und dafür benötigen wir. Okay, warte mal. 1, 2. Ich muss jetzt ein paar Mal hin und her laufen. 3, 4. 5. Und vorne. Das sind 6 Dinger, die wir brauchen. Deswegen passt da nicht alles ins Inventar. So, dann nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich könnte auch gleich... Habe ich noch genug? Nein, habe ich nicht. Moment. So, 3-mal Silizium. 3-mal Silizium. Ein Raketentriebwerk. Und dann let's fetz, Leute. Let's fetz. 1-mal Luftdruck, bitte. Läuft. Wir machen eine Luftdruckrakete, um da im 6-stelligen Bereich anzukommen. Bei Wärme haben wir schon 6-stellig. Trotzdem hauen wir natürlich gleich noch eine Rakete raus. Okay. So. Das ist Iridium, oder? Ist das Iridium oder Luftdruck? Was war das jetzt?
Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Iridium? Nee, es ist ja grün, oder? Ist das Uran, was wir jetzt gemacht haben? Oh, ich weiß es nicht, Mann. Ich glaube Iridium. Gar keine Ahnung, ne? Okay, wir sind durch. Also was? Ich glaube, es ist Iridium, ja. Nicht Uran. Es leuchtet sehr hell. Okay, das lassen wir aber trotzdem erstmal liegen. So, ich möchte jetzt wissen. Also in der nächsten Folge möchte ich wissen, wie es aktuell aussieht. Wie es mit den Werten aussieht. Und daher bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.